is in my confession. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute gibt es eine neue Folge aus der Serie Car Confessions. Ich bin gerade auf dem Weg ins Gym. Ich wollte gerade ins Gym fahren, bin hier ganz allein in meinem Auto und dachte mir, ich nutze mal die Gelegenheit, um wirklich ein kleines Confessions-Video für euch abzudrehen. Ein Video, in dem ich euch mal so meine drei Erlebnisse nenne oder drei Dinge, die ich getan habe, die ich wirklich sehr, sehr, sehr bereue. Warum mache ich das? Warum mache ich das überhaupt? Zum einen möchte ich wirklich, dass vielleicht einige von euch daraus für sich, für ihr eigenes Leben ein paar Schlüsse ziehen. Dass sie wirklich vielleicht nicht die Dinge machen, die ich gemacht habe. Zum einen aber auch hatte ich wirklich das Bedürfnis, so etwas auch zu sagen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das Video veröffentliche, wenn es mir zu persönlich wird, ich weiß es nicht, aber ich habe eigentlich nichts zu verbergen, aber ich möchte mich auch mit diesem Video so ein bisschen entschuldigen. Ich möchte mich mit dem Video ein bisschen entschuldigen bei den Personen, die ich vielleicht verletzt habe. So, ich werde jetzt nicht so viel drum herum reden, und zwar werde ich da so direkt mal so mit dem dritten Punkt anfangen. Und zwar der dritte Punkt, das Erlebnis, was ich wirklich wahnsinnig zutiefst bereue. Vielleicht nochmal ganz kurz vorher. Ich habe viel Mist gemacht. Ich habe viel Scheiße gebaut. Viele denken jetzt vielleicht, jetzt kommt irgendwie was mit, oh, der bereut, dass er irgendwie mal irgendwelche Drogen ausprobiert hat oder Alkohol oder irgendwelche Frauengeschichten oder irgendwelche Schlägereien. Das habe ich zwar gemacht und ich will es um Gottes Willen nicht glorifizieren, ihr sollt das nicht machen, aber das bereue ich nicht so sehr, weil ich glaube, dass das aus mir den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und wie gesagt, vielleicht andere Themen für so ein Car Confessions Video, aber heute wirklich drei Punkte, die ich wirklich sehr, sehr bereue und die ich anders machen würde. Als drittes, ich habe da gerade so ein bisschen im Auto drüber nachgedacht, heute ist irgendwie echt so ein bisschen nachdenklicher Tag bei mir gewesen und an dritter Stelle, es ist keine Top 3 oder ähnliches, aber an dritter Stelle, ich war ungefähr 16, 17 Jahre alt und ich hatte damals schon wirklich einen ziemlichen Knacks, was so Motorräder und Autos angeht. Ich hatte damals schon, ich habe sehr, sehr früh angefangen mit dem Motorradfahren, ohne einen Führerschein zu haben, ohne meine Maschinen. Ich hatte damals tatsächlich Motorräder und habe die nicht angemeldet, ging nicht, ich hatte die nicht versichert und ich hatte damals eine Crossmaschine, so mit 16, 17 Jahren, so eine schöne Honda, damals so eine Orange, das weiß ich noch, ich mochte sie eigentlich ganz gerne, die Bremsen waren aber nicht so gut und bin damit wirklich immer so, habe manchmal die Schule blau gemacht und bin damit manchmal so ein bisschen durch die Gegend getuckert, über so Landstraßen und so weiter und hatte dann einen recht schweren Unfall. Ich bin damals richtig, wirklich ungebremst, ich wollte ein Auto hielt oder bremste vor mir plötzlich, ich wollte links vorbei und das Auto scherte aus, wollte in so einen kleinen Waldweg und ich bin ungebremst in die Seite des Autos reingefahren. Was bereue ich da so sehr dran? Gar nicht mal so sehr, dass ich irgendwie Motorrad gefahren bin oder dass ich irgendwie einen Unfall hatte. Nein, ich bereue da zutiefst, dass ich einfach so fahrlässig gehandelt habe. Ich überlege einfach mal, ich bin in die Beifahrertür, in die hintere Tür gefahren, also in die hintere Seite. Und es ist ein großer Schaden entstanden. Auch das ist gar nicht das große Problem. Aber ich überlege einfach mal, wie dumm ich war, was dabei hätte rauskommen können, wem ich alles geschadet hätte, wenn da wirklich ein Kind drin gesessen hätte. Oder das ist einfach so fatal, so fahrlässig, ohne Versicherung, ohne, das war so bescheuert, das zu machen, mit schlechten Bremsen zu fahren und gar nicht meinetwegen, sondern ich hätte so viele Menschen einfach in tiefes Unglück stürzen können, weil ich einfach so egoistisch und so blöd war, damals so etwas zu machen. Und wie gesagt, da auch wie meine Eltern dann reagiert haben. Ich dachte, ich bin damals ins Krankenhaus gekommen, man hat mich dann ins Krankenhaus gepackt und ich lag dann im Krankenhaus, ich weiß es noch wie heute, und dann ist die Polizei da an meiner Tür vorbeigegangen und ich bin da abgehauen aus dem Krankenhaus und habe es meinen Eltern erstmal nicht gesagt und hab das versucht zu verbergen und habe dann auch die Briefe abgefangen und dann stand die Polizei bei uns vor der Tür und so weiter. Also ich habe es meinen Eltern auch verheimlicht und meine Eltern haben damals reagiert, das werde ich denn nie vergessen. Ich dachte, die reißen mir den Kopf ab. Ich dachte wirklich, dass sie mich einsperren bis an mein Lebensende. Aber meine Eltern haben einfach erkannt, waren irgendwo erleichtert, dass nichts passiert ist. Natürlich habe ich eine Strafe bekommen, aber meine Eltern haben die Strafe bezahlt. Das war ein Riesenschaden. Ich glaube damals 15.000, 16.000 Mark. Das war für uns
unglaubliches Geld, ohne mit der Wimper zu zucken, damit sie mir nicht die Zukunft verbauen, haben sie das praktisch bezahlt, haben mich wirklich noch aufgebaut und haben mir damals geholfen, damals bei der Gerichtsverhandlung und so weiter. Ich habe eine riesen Strafe bekommen, also das ist auch gut so, aber das ist das, was ich unglaublich bereue. Deswegen denkt bitte nicht nur an euch, sondern wirklich mal auch an Leute, denen ihr schaden könnt. Ihr wisst ja, ich sag ja immer, macht das, was euch glücklich macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Solange es keinem schadet. Und da dachte ich wirklich nur an den ersten Teil. Und den zweiten habe ich irgendwie ausgeblendet. Und der zweite Punkt, den ich sehr bereue und der liegt noch gar nicht so weit zurück, ist, ich bin früher, und das ist noch gar nicht lange her, bin ich oft nachts aufgestanden, also sehr, sehr, sehr früher morgens, um 5 Uhr morgens, meistens im Sommer, und habe mich dann auf mein dickes Motorrad gesetzt, eins habe ich davon immer noch, und bin dann wirklich so gut wie ohne Schutzkleidung, also ich bin zum Teil ohne Handschuhe, mit kurzen Hosen, mit Tanktops, bin ich damals freie Strecken gefahren, und das offene Strecken, also auf der Autobahn, ganz gern mal so die 46 Richtung Holland, die war offen, und bin dann wirklich zum Teil wirklich mit, und das ist keine Prahlerei, ganz im Gegenteil, bin dann irgendwie mit 320, 330 Sachen, ich hatte damals furchtbar schnelle Maschinen, habe ich heute immer noch, fahre sie kaum noch, und bin damals wirklich unglaublich schnell da lang geheizt, weil ich diesen Kick brauchte. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe damals wirklich noch recht, gar nicht lange her, einfach sehr stark an mich gedacht. Ich war so egoistisch, und das ist das, was ich bereue. Nicht, dass ich Motorrad gefahren bin oder schnell gefahren bin, sondern dass ich nicht darüber nachgedacht habe, was das für Konsequenzen haben könnte für Leute, die mich lieben, die, wie gesagt, wenn mir was passiert wäre, dann ich war mit Mara dann schon zusammen, habe das auch noch gemacht, und wenn ich mir das überlege, wie sehr man anderen Leuten wehtun kann, wenn da was passiert wäre, und jetzt, wo ich einfach selber Vater bin, ich wünsche mir wirklich sehr, dass Kinder und Leute einfach wirklich darüber nachdenken, dass man anderen auch wichtig ist. Und wie gesagt, damals, ich brauchte einfach diesen Kick. Ich habe das so gebraucht, und ich merkte jetzt zum Beispiel, seitdem unsere Kleine geboren ist, dass ich das Motorrad steht, wirklich, ich fahre so selten nur noch und so anders als früher, und das merke ich einfach, dass diese Verantwortung einfach mir jetzt so bewusst ist, aber die Verantwortung war früher auch schon da, anderen Leuten gegenüber, und das ist auch das, was ich wirklich bereue, das einfach gemacht zu haben, also so egoistisch gewesen zu sein, und an erster Stelle, und jetzt kommt dieses Elternsein nochmal zum Thema. Bin damals in der 12. Klasse sitzen geblieben. Und das ist gar nicht das, was ich bereue. Ich habe damals viel, viel blau gemacht, und ich habe dann, ich habe es aber meinen Eltern nicht gesagt. Und ich habe dann angefangen, eine Zeit lang alles zu fälschen, meine Zeugnisse zu fälschen. Auch das ist jetzt schlimm zu sagen, aber das bereue ich auch gar nicht so sehr, dass ich meine Zeugnisse gefälscht habe, auch wenn es vielleicht Urkundenfälschung ist oder so. Ich habe meine Zeugnisse gefälscht, habe da die falsche Klasse draufgeschrieben und so weiter, habe damals gesagt, ich helfe der Gerechtigkeit auf die Sprünge. Und was bereue ich da so sehr dran? Ich weiß es noch ganz genau, dass meine Eltern wirklich davon ausgegangen sind, dass ich kurz vorm Abitur stehe. Meine Eltern haben sich gefreut, meine Eltern waren stolz auf mich, haben anderen Leuten davon erzählt, und mir war es scheißegal damals. Ich dachte wirklich, das war so furchtbar. Ich bereue es so sehr, dass ich meinen Eltern so wehgetan habe, und deswegen möchte ich mich vielleicht auch mit diesem Video entschuldigen, weil wie kam es überhaupt raus? Meine Mama hat irgendwie, ich habe auch alle Briefe abgefangen und so weiter. Meine Mama hat dann irgendwann einen blauen Brief von mir bekommen, den ich nicht abgefangen habe, und da stand irgendwie drauf die Klasse. Und meine Mama hat dann völlig entsetzt oder ungläubig einfach beim Sekretariat damals angerufen, und die Sekretärin hat, sie wissen nicht, dass ihr Sohn in der 12. ist, der ist nicht in der 13. Was sind Sie denn für eine Mutter? Und diese Enttäuschung von meinen Eltern, diese unfassbare Enttäuschung, die man einfach als junger Kerl nicht im Kopf hat, das bereue ich zutiefst, meinen Eltern so wehgetan zu haben. Das war, wenn ich da heute drüber nachdenke, wirklich, also vielleicht sieht das auch irgendwann mal meine Tochter, man denkt in jungen Jahren wirklich, dass die Eltern, ach, die sind ja eh nicht da und die kümmern sich eh nicht um die Kinder, die sind nur am Arbeiten. Meine Eltern haben nicht immer alles richtig gemacht, aber sie haben immer versucht, alles für mich zu machen. Das heißt, sie waren wenig zu Hause, haben viel gearbeitet und so weiter, vielleicht kennt ihr die Stories auch, aber sie haben das immer, die Intention war immer, dass es uns irgendwann besser geht, und das versteht man nicht als Jugendlicher, und das bereue ich wirklich zutiefst, da meinen Eltern
Eltern nicht mal ein bisschen mehr Dankbarkeit gezeigt zu haben. Und ich war so ein furchtbar egoistisches Kind in der, Kind war ich da ja nicht mehr, ich war dann Jugendlicher, aber dachte wirklich, ich könnte die Welt so steuern, wie es mir passt. Und diese Enttäuschung, die werde ich niemals vergessen. Da war auch wirklich dann erstmal ein Bruch mit meinen Eltern. Das haben die mir nicht so schnell verziehen. Das war dann auch wirklich die Zeit, wo ich dann wirklich zu Hause ausgezogen bin. Und dann, das war wirklich ein ganz, ganz furchtbarer Bruch. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis meine Eltern mir das verziehen haben. Die haben auch mich nicht groß bestraft oder so. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten mich furchtbar bestraft. Aber sie haben einfach nichts gemacht. Sie waren so enttäuscht, dass es wirklich, boah, das war echt schlimm. Das war echt schlimm. Und das bereue ich zutiefst, dass ich nicht dankbarer, nicht aufrichtiger meinen Eltern gegenüber war. Jetzt weiß ich das. Und vielleicht, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, wenn ihr vielleicht jung seid, wenn ihr umtriebig seid und irgendwie Sturm- und Drangphase habt oder so, denkt wirklich mal an eure Eltern, an euer Umfeld und so weiter. Jeder darf ein bisschen Scheiße bauen, aber denkt bitte daran, dass ihr viele, viele Leute sehr, sehr verletzen könnt und dass es Leuten sehr, sehr oftmals wirklich sehr wehtut, wenn ihr so eine Scheiße macht. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass das andere, was ich gemacht habe, irgendwie weniger schlimm war, aber das sind so die drei Sachen, die ich wirklich sehr, sehr, sehr bereue. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzählt er mir diesen Quatsch? Einfach weil mir danach ist, weil mir wirklich danach ist und weil ich hoffe, dass ich mit solchen Videos vielleicht auch den einen oder anderen bisschen dazu bewegen kann, ein besseres Leben zu führen. Das hört sich jetzt furchtbar groß an, aber selbst wenn irgendwie ein, zwei Leute darüber mal nachdenken und vielleicht sowas nicht machen, war es das Video wert. Und außerdem habe ich mir ein paar Sachen jetzt von der Seele geredet, die ich heute einfach, ich weiß nicht, ich hatte es im Gefühl und ihr sitzt hier im intimen Raum, deswegen, dafür ist diese Car Confessions Reihe auch da. Und wie gesagt, ich mache das nicht nur für euch, sondern auch für mich, und dieses Video ist auch irgendwo für mich da und für alle, die das vielleicht sehen und die sich damit angesprochen fühlen. Das heißt nicht, dass ich jetzt ab jetzt fehlerfrei bin. Ich werde bestimmt noch Sachen machen, die irgendwie ziemlich verkehrt sind. Aber ich bin bewusst bei den Sachen, die ich euch gerade genannt habe. Und ja, ich bin nicht mehr so egoistisch. Und da ist meine Tochter auch irgendwo so ein Punkt, der wirklich mich sehr, sehr stark zum Umdenken bewegt hat. Da bin ich auch sehr dankbar für. So, meine Freunde, ich hoffe, es war euch nicht zu persönlich. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie kein komisches Video. Ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr da nicht irgendwie blöde Kommentare drunter schreibt, sondern wirklich einfach mal diskutiert über die Themen. Das gar nicht zu sehr bewertet, was ich da gemacht habe. Das Ganze ja ein bisschen respektvoll dem Ganzen begegnet, weil da habe ich mich jetzt schon sehr geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, ich poste es bestimmt. So, meine Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut weiter bei Facebook, Instagram vorbei, da zeige ich auch öfter was Privates, auch wenn ich meine Kleine nicht in die Kamera halte, aber sie bestimmt einfach einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens. Und ein bisschen Werbung noch, die besten Supplements selbstverständlich. Ich habe mir gerade einen Pre getrunken, der einfach vorm Training sein muss. Und jetzt auf dem Weg werde ich den merken und dann werde ich gut trainieren. Gibt's bei Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Simon.